Tantchen. Tantchen. Was ist denn los? Du hast dein Hörgerät vergessen. Was hab ich? Dein Hörgerät. Das brauche ich nicht. Was ich hören will, das höre ich auch so. Soll ich dich hinbringen? Wohin denn? Na, ich denke, du willst zum Arzt. Ich bringe dich mit dem Motorrad hin. Mit dem Motorrad? Ja. Ich will doch nicht als Unfallopfer zum Arzt. Herr Sellmann? Wen möchten Sie denn sprechen? Ja, am Apparat. Ja, das bin ich. Ja, der Ex-Mann von Gabi. Wer sind denn Sie, wenn ich fragen darf? Ah, Freunde von Gabi. Und was... Was sagen Sie da? Auch zum Arzt, Herr Weber. Hm? Was fehlt Ihnen denn? Geld. Wem fehlt das nicht? Sie wollten vermutlich sagen, an welcher Krankheit ich leide. Hm? Und? Warum sagen Sie es denn nicht? Warum sagen Sie, was fehlt Ihnen? Sie immer mit Ihren Spitzfindigkeiten, Herr Weber. Das ist Sprachschluderei. Die allgemeine Verwahrlosung des Menschengeschlechts beginnt mit der Verwahrlosung der Sprache. Was sind diese olle Lampe auch? Ich weiß gar nicht, was du hast. Die Lampe ist da doch gut. Wir müssen doch nicht das ganze alte Zeug mitschleppen. Oder willst du vorher bei einer Müllhalde vorbeifahren? Ich finde die Lampe völlig in Ordnung. Oder? Was sagst du, Junior? Ja, die ist wirklich wunderschön. Dann nimm doch du sie. Ja, nehmen Sie mit nach Hamburg. Das fehlt dir noch. Wann fängst du da eigentlich an? Ab kommenden Montag kannst du mich Referendar nennen. Gott sei Dank wird ja endlich Zeit. Anstatt sich zu freuen. Ich freue mich ja. Jedenfalls, die Lampe kommt nicht auf den Müll. Uli! Komm. Uli! Die mischt deinen alten Mann schon auf, ne? Wird auch langsam Zeit. Vor allem wird es Zeit, dass wir hier die Biege machen. Wollen Sie mir schon Ihre alten Lampen andrehen? Willst du den nicht haben? Sollen Sie mit nach Stuttgart nehmen? Was fährst du eigentlich? Auf Montag. Oh, der hat alles drin. Komisch. Langsam löst sich hier alles auf. Sag mal, nimmst du Florian eigentlich auch mit nach Hamburg? Na klar. Glaubst du, ich lasse dich allein bei diesem Martin? So. Wenn du so sehr an der Lampe hängst, dann nehmen wir sie mit. Lass mal gut sein, ich habe mir das überlegt. Ich kann sie hier vielleicht doch noch gut gebrauchen. Was, hier gebrauchen? Ja, ich mag doch kein Deckenlicht. Und die macht so ein schönes Licht. Schau mal, gerade beim Lesen. Soll das heißen, du willst das Zimmer behalten? In reduzierter Form. Ich habe das mit Olga besprochen. Du hältst ja also ein Hintertürchen offen. Ach, ist doch nur wegen Olga. Wir können doch nicht alle hier zur gleichen Zeit die Mücke machen. Außerdem, wenn wir uns mal streiten. Ich will mich aber nicht streiten. Naja, oder auf den Docht gehen. Glaube ich nicht. Komm. Also das fehlt noch, dass du für deine Schwester die Kartoffeln pelst, du. Aber ich merk. Loriane, komm in die Puschen, Mittagessen. Was gibt's denn? Kartoffeln und Quark. Und was gibt's dazu? Zu den Kartoffeln gibt's Quark und zum Quark gibt's Kartoffeln. Wenn dir das nicht reicht, hier ist noch Leinöl. Leinöl stinkt. Ist aber sehr gesund. Also pass mal auf, liebe Schwägerin, wenn das hier nicht passt, das ja? Hat sowieso bald alles ein Ende. Was soll das heißen? Dreimal dürft ihr raten. Das ist Martin. Na und, freu dich doch. Ah, ist Martin wieder an der Reihe? Ich bin nicht da. Sag ihm, ich bin nicht da, bitte! Gehst du? Ich? Wieso ich? Ist das meine Schwester oder was? Also ich kann sowas nicht. Oh Mann, diese Weiber. Moin, Herr Nächster. Moin, moin, Marvin. Ich wollte zu Floriane. Das tut mir nur leid, die... Ich war auch schon im Laden, da ist sie auch nicht. Mensch, Martin, Sie sind ja ganz von der Rolle. Ist was passiert? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ich müsste mit ihr reden. Ja, ich kann ihr ja was ausrichten. Nein, nein, das muss ich schon selber. Danke. Auch gut.
Danke, Hinak. Bitte, da nicht für. Lügen ist ja mein Hobby. Das war doch eine Notlüge. Notlüge. Das war nicht meine Not. Was soll ich denn machen? Was du machen sollst? Das nächste Mal sag ihm selber, dass du nicht da bist. Wenn ich ihm gegenüberstehe, werde ich doch sowieso bloß wieder schwach. Ich kann doch nichts dafür. Wie lange soll es denn noch gehen mit diesem ewigen Hin und Her, hm? Gestern Martin, heute Vanya, morgen wieder Martin. Irgendwann musst du eine Entscheidung treffen, Floriane. Wenn ich dir einen guten Rat geben darf, dann... Du brauchst mir keinen guten Rat zu geben. Ich habe mich bereits entschieden. Ach. Ach. Ich gehe nach Hamburg. Was, du bist hier weg? Ich gehe mit Vanya nach Hamburg. Ja, aber das kannst du doch nicht machen. Das ist mal wieder so eine fixe Idee von ihr, wie immer. Vanya liebt mich und ich liebe Vanya. Ja, dann musst du doch Martin erst recht rein Wein einschenken, Mensch. Ich krieg das einfach nicht fertig. Also er tut mir richtig leid, der arme Kerl. Vanya, mir auch. Ich meine nicht Vanya, ich meine Martin. Also wenn du mich fragst, Floriane, dann... Ich frag dich aber nicht. Ich geh in den Laden. Seltsam. Das ist so ein großer Unterschied zwischen euch beiden, obwohl ihr Schwestern seid. Halbschwestern. Aha. Ist es bei Ihnen auch die Frühjahrsmüdigkeit? Bei mir ist es jedenfalls die Frühjahrsmüdigkeit. Es ist jedes Jahr dasselbe. Das Gleiche, Herr Fletsch, das Gleiche. Ah, da kommen ja noch zwei Helfer. Dr. Teschner, das ist heute Nachmittag Sprechstunde. So? Sprechstunden? Ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber es muss Sprechstunden heißen. Denn Dr. Teschner hat doch gewiss nicht nur eine Sprechstunde, sondern mehrere. Also, Sprechstunden. Hm? Dann müssen Sie sich schon in die andere Praxis begeben. Dr. Kaspersky hat jetzt Sprechstunden. Wir wollen aber zu Ihnen. Sag Ihnen doch, Herr Fletch, ab 13 Uhr. Der junge Doktor nimmt sich ja nie Zeit für unser einen. Was fehlt Ihnen denn, Herr Fletch? Hast du es gehört, Herr Weber? Was fehlt Ihnen denn? Das ist korrekter deutscher Sprachgebrauch. Was? So lange kann ich nicht warten. Ich auch nicht. Ich bin zum Röntgen bestellt. Ich bin auch zum Röntgen bestellt. Und Sie, Frau Selmer, sind Sie auch zum Röntgen bestellt? Nein, ich bin nicht zum Röntgen bestellt. Moin, meine Damen. Zum Röntgen, ich bin auch zum Röntgen bestellt. Ja, gedulden Sie sich noch einen Augenblick, bitte. Ich bin nicht zum Röntgen bestellt. Ja, schön, Frau Selmer, dauert trotzdem noch einen Moment. Ach, die Herren Fletch und Weber, guten Tag. Bevor ich mich niedersetze, eine Frage vorweg. Schon wieder doppelt gemoppelt. Wie viel Zeit gedenken Sie diesmal für mich aufzuwenden? So viel Zeit, wie für Sie und Ihre Krankheiten notwendig sind. Und Sie wollen sich vermutlich Ihre zweite Hepatitis-Spritze holen, ja? Nicht Spritze, Impfung. Spritze ist nur das Instrument. Wollen Sie mit mir wieder ein linguistisches Oberseminar abhalten? Das müssen wir uns nun wirklich nicht bieten lassen. Hm? Kommen Sie. Ja. Soll ich schon alles fürs Röntgen vorbereiten? Nein, Sie bleiben mal schön am Tresen. Bitte Sie, ob Spritze oder Impfung ist doch einerlei. Sie können ruhig wieder in die Praxis zurückkehren. Ich entschuldige mich auch. Na, Herr Kollege, sieht so aus, als ob Sie mit den Beinen nicht fertig geworden wären. Was? Sie sind mit mir nicht fertig geworden. Ich brauche Sie aber noch zum Röntgen. Ich ziehe mich sofort um. Also nichts gegen Schwester Bettina, aber zum Röntgen... Ja, ich weiß. Sie sind etwas unterbesetzt. Ja. Etwas ist gut. Also, falls Sie noch eine Schwester einzustellen gedenken, dann möchte ich jetzt schon anmelden, dass ich gerne Jutta bei mir haben würde. Das könnte jetzt so passen, Herr Kollege. Ja. Also, das Herz ist es nicht, Frau Sellmann. Nein, das Herz ist es nicht, Herr Doktor. Ja, und der Magen ist es auch nicht? Der Magen ist es auch nicht, Herr Doktor. Ja, was ist es aber dann? Sie wissen schon, Herr Doktor. Nein, wie soll ich das wissen, wenn ich Sie nicht untersuchen kann? Eine Untersuchung Ihrerseits tut bei mir nicht nötig. Ach so, ich soll Sie zum Frauenarzt überweisen. Na, das fehlte noch. Es ist das Zimmer. Also, jetzt verstehe ich nun wirklich überhaupt nichts mehr. Um welches Zimmer soll es denn gehen? Also, das Zimmer wird doch nun leer, weil Schwester Jutta auszieht. Denn sie wird, wie Sie wissen, mit Herrn Dr. Teschner einen eigenen Hausstand gründen. Und nun hätte ich gern wieder eine vertrauenswürdige Persönlichkeit im Haus.
Ach so, das wäre dann ich, diese vertrauenswürdige Persönlichkeit. Ich bin dann soweit. Aha. Schwester Jutta, nun sagen Sie doch auch mal was. Der Herr Doktor kann doch nicht dauernd im Wohnwagen kampieren. Der ist doch nicht vom Zirkus. Sondern eine Respektsperson. Na, allerdings. Na, das werde ich mir dann mal überlegen, Frau Sellmann. Und bis dahin, wenn Sie irgendwelche Beschwerden haben, stehen stets zu Diensten. Wiedersehen, Frau Sellmann. Wiedersehen, danke. Ja, du bist ja da. Hast du keinen Unterricht? Oder bist du krank? Gabi ist tot. Gabi? Und ihr Mann? Nein. Mit dem Auto im Urlaub in Spanien. Nein. Und die Kinder? Die Kinder waren nicht dabei. Sind bei ihren Freunden. Haben mich heute Morgen angerufen. Sie bringen die beiden her. Wenigstens ist den Kindern nichts passiert. Na, seid ihr fertig? Jo. Und wann steigt die Einzugsfeier? Einzugsfeier? Ja, da kommst du nicht drum herum, mein Lieber. Was denn? Ihr macht eine Einzugsfeier? Ja, ihr seid alle herzlichst eingeladen. Ja, dann machen wir hin. Nächste Woche sind wir nämlich weg. Schlüssel. Ja. Wir fahren dir das Zeug rasch rüber. Das ist das Letzte, was ich für dich tun kann. Kümmer du dich lieber um deine Patienten. Danke. Aber nur ausräumen. Einräumen. Das tue ich mit Jutta allein. Ja. Uwe, aufsetzen. Jo! Uli gibt ein großes Einzugsfest. So? Ja, er hat es auch eben erst erfahren. Na ja, wenn er schon nicht heiratet und uns somit die Hochzeitsfeier entgeht, so kann er zumindest der Einzug gebührend gefeiert werden. Mir ist nicht nach Feiern zumute. Ach, Olga, nun freu dich doch. Worüber bitte soll ich mich freuen? Ja, dass ihr endlich Ruhe einzieht. Dass wir hier endlich unser Lebensabend in Frieden genießen können. Uli zieht hier aus. Und Vanya zieht aus. Und Uwe. Also ich kann gar nicht daran denken. Na, dann denk nicht dran. Hast du da nicht genug mit mir? Manchmal habe ich sogar genug von dir. Bitte, der Herr. Wieso isst du denn nicht mit? Mir ist der Appetit vergangen. Ach, gut, dass du kommst, Uli. Vielleicht kannst du noch mal mit ihm sprechen. Lass ich gerne. Worüber? Ich vertreibe hier alle Leute. Ich bin der Haustyrann. Ich treibe dich aus dem Haus. Ich vertreibe Vanya. Und vor allem, ich treibe Uwe Kuss aus dem Haus. Das ist doch Blödsinn. Uwe geht nach Stuttgart, weil er dort einen Job gefunden hat. Oh nein. Uwe geht weg, weil ich ihn bei mir im Amt nicht wieder einstelle. Obwohl die Stelle nach wie vor unbesetzt ist, meint zumindest Olga. Sie begreift nicht, dass ich keiner wieder einstelle, der sein Amt so missbraucht hat. Ich stelle überhaupt niemanden ein. Die Stelle wird unbesetzt. Der Tourismus in Degelsen läuft auch ohne Tourismusreferenten. Aber wir müssen ohnehin sparen. So, das ist mein letztes Wort. Da könnt ihr euch alle auf den Kopf stellen. Hm. Das ist schon gut. Ich habe da gar nichts gesagt. Gehen wir? Ich komme. Tschüss. Entschuldigung. Ah, mir ist auch der Appetit vergangen. Es wird wirklich Zeit, dass hier endlich Ruhe eintritt. Hallo, ihr beiden. Ja, das wird aber auch Zeit, dass ihr mich mal wieder besuchen kommt. Müssen wir hier auch in die Schule? Geworden. Fahren wir wieder mit dem Schiff, Papa? Papa? Das ist Marti, du Doofi. Papa ist mit Mama in Spanien. Aber Marti ist unser richtiger Papa, du Blödmann. Werner ist bloß unser Erzieher. Fahren wir mit dem Schiff, Papa? Ich will lieber angeln. So, jetzt kommt erst mal rein. Gibt's gleich was zu essen. Tante Sellmann ist bloß noch einkaufen. Hilbert. Angenehm. Wir sind Freunde von Gabi und Werner. Aber das habe ich ja schon am Telefon gesagt. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie die zwei gebracht haben. Aber das ist doch selbstverständlich. Möchten Sie nicht reinkommen? Nein, nein, ich muss gleich wieder zurück. Und Sie haben den Jungs noch nichts gesagt?
Wir haben es nicht fertiggebracht, meine Frau und ich. Sie werden das sicher verstehen. Lass uns das diesen Sonntag machen. Sonst ist Uwe nicht mehr da und Vanya ist auch weg. Tja, und was soll ich kochen? Ach, wir kochen nicht. Wir machen einen kleinen Umtrunk. Hallo. Ah, Sie sind natürlich auch herzlichst eingeladen, Herr Kollege. Wozu bitte? Ja, zur Einweihung. Ich komme mit dem größten Vergnügen, aber ich wollte Sie erst mal fragen, ob ich meinen Wohnwagen noch eine Weile stehen lassen kann. Ich wollte ja schon umziehen. Ich hatte auch schon alles klargemacht mit Frau Sellmann, aber jetzt braucht sie das Zimmer selber für die Kinder ihres Neffen. Und deswegen wollte ich Sie halt fragen, ob ich meinen Wohnwagen noch ein bisschen hier stehen lassen kann. Zumindest bis zum Sommer. Aber selbstverständlich. Na schön. Vorausgesetzt, ich falle Ihnen nicht zur Last. Ich falle Ihnen doch nicht zur Last, oder? Überhaupt nicht. Also dann ist er dann. Ach, kann ich Ihnen noch was helfen? Ich hoffe, Sie haben an Ihrem Wohnwagen zu tun. Habe ich jetzt was falsch gemacht? Ach was. Ist Martin nicht da? Was wollen Sie denn von ihm? Ich wollte mit ihm sprechen. Halten Sie sich da lieber raus, Fräulein. Floriane? Ich habe ihr schon gesagt, sie soll sich aus deinen Angelegenheiten raushalten. Ach, wenn du noch mal nach den Kindern sehen könntest, Tante. Schlafen die immer noch nicht? Ja, die sind so überdreht. Schau doch noch mal nach. Bitte. Bitte. Es tut mir ja so leid, Martin. Ja, es ist ein ziemlicher Schock. Ich hab das alles nicht gewusst. Du hast dich auch ganz schön rar gemacht in letzter Zeit. Ich gehe nach Hamburg. Mit Vanya? Ich wollte dir das schon lange sagen. Aber wenn du mich brauchst, ich meine, wenn du nicht klarkommst. Ich werde schon klarkommen. Danke, Floriane. Ich meine, wenn du Hilfe brauchst. Ich wollte das nur sagen. Ja, Olga, also dich hätte ich am wenigsten erwartet. Ja, wen hast du denn erwartet? Weiß man's. Sag mal, willst du ausfahren? Nein, ausfahren nicht. Kommst du mit zum Friedhof? Wieso, was ist denn los? Olga, ich kenne dich. Immer wenn du deprimiert bist, dann gehst du auf den Friedhof. Nein, ich will die Frühjahrsbepflanzung machen. Ah, guten Tag. Ach, da sind Sie. Entschuldigen Sie, der Wagen, der steht drüben in der Halle. Danke. Kannst du die Pflanzen selber zusammenstellen? Ja, ja, natürlich. Dankeschön, Olga. Ich komme. Ja, guten Morgen, Herr. Ah, wir kommen auf Ihr Inserat hin. Ja, wir haben heute Morgen miteinander telefoniert. Stabmann. Aha. Steiner. Aha, angenehm. Das ist er also. Ja, das ist er. Na, bitte der. Danke. Darf man fragen, warum Sie den verkaufen? Ja, wissen Sie, das war das Spielzeug von meinem verstorbenen Mann. Und für mich ist er ja wohl ein bisschen zu groß, ne? Ach, Sie leben allein hier draußen. Ja, allein, ja. Darf ich mal einen Blick in die Eingeweide werfen? Ja, selbstverständlich. An welchen Preis hatten Sie denn gedacht? So ein Liebhaberstück. Wir sind Liebhaber. Wir würden natürlich zunächst gern eine Probefahrt machen. Ja, aber selbstverständlich. Warten Sie einen Augenblick. Ich würde gerne mal das Verdeck öffnen. Bitte schön, dann Sie mal. So. Was sind denn das für Typen? Autoliebhaber. Ist das alles? Na, dann los. Wir kommen! So. 60. Bitte schön, die Herren.
wenn ich bekannt machen darf. Das sind die Herren Stamer und Steinmann. Und das ist meine Freundin Olga Matthiesen. Stamann, Steiner. Na ja, oder so, ist doch vollkommen egal. Zumindest können wir das Nützliche mit dem Politischen verbinden. Ja, und zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Halt so mal. Ja, und du gehst unten. Ja, unten. So. So. Wie treiben Sie denn diese große Gärtnerei ganz allein? Nein, nein, nein. Ich habe noch zwei junge Leute. Ja, wo sind eigentlich Monika und Hannah? Die habe ich freigegeben. Also? Wir sind auf Wohnungssuche. So, es ist fertig, bitte einzusteigen. So, ich habe ein paar. Olga, für uns wird es vielleicht die Abschiedsfahrt. Man weiß das. Kriegen Sie auf? Ja. Achtung. Fertig. Also Power hat er ja. Das sag ich ja. Toller Schlitten. Das sag ich ja. So was finden Sie heutzutage überhaupt nicht wieder. Wenn Sie den Friedhof sehen, dann biegen Sie rechts ab, ja? Mhm. So. Ist sonst noch irgendwas abzuladen? Nein, nein, danke. Ja, dann gehen wir mal. Dankeschön, ja. So testet man seine Pappenheime. Und wenn die wirklich Kaufinteresse haben? Warum verkaufst du den Wagen eigentlich? Was willst du denn mit dem vielen Geld? Ja, das ist für Henna und für Monika. Als Starthilfe für ihr gemeinsames Leben. Ich gebe gerne mit warmen Händen, Olga, wenn wir erst hier liegen. Und die raffgierigen Erben kommen angeschlichen. Würdest du dir auch überlegen? So lange machen wir es alle nicht mehr. Und wenn ich an meinen Blutdruck denke, na ja. Ja, Sie müssen den Wagen nicht nehmen. Sie sind nicht die einzigen Interessenten. Der Preis erscheint uns doch etwas hoch. Mm-mm. Unter 20.000 geht er nicht weg. Willst du noch ein bisschen Kaffee? Für mich nicht. Ich müsste sowieso erst mal woanders hin. Ah ja. Geradeaus und dann gleich rechts, ja? Danke. Er hat eine etwas schwache Blase. Es interessiert mich an sich weniger. Wir nehmen ihn. Das ist doch ein Wort. Nehmen Sie gleich mit. So viel Geld haben wir im Moment nicht dabei. Ja, wollen Sie nicht mit Scheck bezahlen? Wir wollten eigentlich bar bezahlen. Sie müssen verstehen, dass man nicht gerne so viel Bargeld im Haus haben möchte. Ja, selbstverständlich, ganz wie Sie wollen. Aber dann müsste ich vorher noch etwas klären. Bis wann könnten Sie das klären? Diese Woche noch. Kann ich mich drauf verlassen? Ja, selbstverständlich. Also gut. Ich reserviere Ihnen den Wagen bis Sonnabend. Sonnabend ist der letzte Termin. Die Deadline sozusagen. Die Deadline, wie man auf Neudeutsch sagt. Ja? So, nun kommt. Floriane. Hallo. Und das sind Sie, deine Zwillinge, hm? Ja, Christian und Christoph. Sag guten Tag. Hallo. Hallo. Und wer bist du? Floriane. Komischer Name. Ihr könnt auch Flo zu mir sagen. Bist du hier auch Lehrerin? Nein. Wollen wir auch Schiff? Wenn ihr eure Mützen aufsetzt. Die sehen ja aber gar nicht ähnlich. Sind aber von mir. Und ihr fahrt nach Sonderburg? Komm doch mit. Warum eigentlich nicht? Noch eine Karte, bitte. Ja, schmeckt's euch denn? Können wir ein Eis, Martin? Bitte, Papa. Bitte, Papa. Später, auf der Rückfahrt. Wenn wir hier in die Schule müssen, können wir dann in deine Klasse? Mal sehen. Wie lange müssen wir denn hier in die Schule? Warum müssen wir denn hier in die Schule? Es geht immer nicht anders. Wie lange bleibt Mama denn noch in Spanien? Kommt mal mit, Jungs.
Kannst du zahlen? Ja. So, Sie waren also nicht bei Dr. Kaspersky zur Behandlung. Na nun, Sie sind ja heute so schweigsam, Herr Weber. Ich wollte mir nur die zweite Spritze abholen. Die zweite Impfung. Die Spritze ist das Gerät. Verscheißern kann ich mich allein. Auf gut Deutsch gesagt. Passt mal auf, ich muss euch was sagen. Mama kommt nicht wieder. Mama und Werner hatten einen Unfall mit dem Auto. Sie sind tot. Leber, Galle, Magen, Dickdarm, Gelenke, Knie, Prostata. Gibt's noch was? Dickdarm, Zwölffingerdarm, Kopf. Ja, ich schlage vor, wir fangen mit dem EKG an, ja? Ich schlage vor, wir warten noch ein bisschen damit. Wissen Sie, es ist besser, wir machen das, wenn Ihre Frühjahrsmüdigkeit abgeklungen ist. Lassen Sie sich bei Schwester Jutta einen Termin geben. EKG, Röntgen, Ultraschall. Wie Sie meinen. Ist noch was, Herr Fletsch? Das ist wegen diesem Herrn Weber. Ach, was ist denn mit Herrn Weber? Ja, also, das wird immer ein schlimmes Ende mit ihm nehmen. Wie Sie wissen, war ich selbst einmal in einer geschlossenen Anstalt. Sie sollten ein Auge auf ihn werfen. Ich achte drauf. Aber es ist schon sehr viel besser geworden. Weil ich ihm die Leviten gelesen habe, nicht? Der mit dieser Sprachmacke bei jedem Satz. Immer dasselbe. Das Gleiche. Es muss das Gleiche heißen. Das ist ja ansteckend. Soll ich nicht lieber zu Dr. Teschner gehen? Nein, ich mach das schon. Fahr du mal los und hol noch ein paar Klamotten für sie. Aber ich kann das nicht von dir verlangen. Nein, kannst du nicht. Bis später. Los, komm, Kinder! Tief einatmen. Luft anhalten. Ausatmen. Tief einatmen. Hey, du hast Pause. Brauchst nicht. Luft anhalten. Ausatmen. Also, es ist nichts. Ihr könnt euch wieder anziehen. Wir dachten ja nur, weil es auf dem Schiff so zugig war. Ein kleiner Schnupfen, weiter nichts. Gib ihm ein paar Tabletten mit. Ihr isst doch gerne Bonbons? Ja. Also, hier. Und viel an die frische Luft. Ja, davon haben wir ja hier genug. Danke, Doktor. Das mit der Versicherungskarte regelt Martin selbst. Ja. Ist noch was? Es ist wirklich weiter nichts. Ich muss mit Ihnen sprechen. Wegen wann her? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß wirklich nicht, ob wir zusammenpassen. Das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Das muss ich schon selber wissen. Wiedersehen. Hier. Ach, da kommt ja die Hauptvertretung. Ist noch was? Na? Wieso? Ob Sie sonst noch was wollen, außer Camille? Mein Gott, geh ja schon. Wiedersehen. Wiedersehen. Bringst mich in eine Lage. Hast du wenigstens deine Koffer gepackt? Ich war mit Martins Kindern beim Arzt. Kannst du mir mal sagen, was sich Martins Kinder angehen?
Ich komme vielleicht erst später nach Hamburg nach. Was? Ja, du hast richtig verstanden. Na, ich fahre jedenfalls morgen früh. Und ich hole dich morgen früh ab. So, jetzt packe ich meine Sachen. Ich. Donnerwetter. Sag mal, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Übertrieben? Ist ja wie für eine mittlere Bauernhochzeit. Übrigens, Kaspersky könnte ein paar Hausbesuche mehr machen. Warum sagst du mir das? Sag das doch ihm. Das werde ich auch. Vor allem werde ich ihm sagen, dass er endlich seinen dämlichen Wohnwagen hier wegstellen soll. Bis zum Sommer. Meinetwegen soll er die Karre auf den Campingplatz stellen. Stört dich das so sehr? Ja, es stört mich. Es stört mich sehr. Das Erste, was ich morgen sehe, wenn ich die Vorhänge aufmache, sei ein Wohnwagen. Ist wirklich sehr lecker. Ich wusste gar nicht, dass du auch in der Küche so gut bist. Wo bin ich denn noch gut? In der Praxis. Ah! Hab ich's nicht gesagt? Trautesheim, Glück zu dreien. Die hat nicht mehr alle Hühner auf der Brande. Willst du dir nicht was anderes anziehen? Warum soll ich mir was anderes anziehen? So großartig ist das nun auch wieder nicht, was in der Zeitung steht. Wollen wir nun zu Uli oder nicht? Ich bin nicht regulär eingeladen. Du wirst immer wunderlicher, je älter du wirst. Ich? Falls du Uwe Kustloch nicht treffen willst, glaube nicht, dass die hingehen. Ist schließlich ihr letzter Abend. Ich komme später nach. Lena, sag mal, was fummelst du da an dem Auto rum? Ich hab nur ein bisschen Benzin für den Rasenmäher. Also jetzt mach den Tank bitte nicht ganz leer, ja? Zur nächsten Tankstelle kommen die immer. Also wenn Sie mich fragen, Chefin, ich finde es trotzdem schade, dass Sie den Schlitten verkauft haben. Ja, frag dich aber nicht mehr. Würde ich sofort nehmen, wenn ich das nötige Kleingeld hätte. Oh, halt dein Geld bitte zusammen. Ja, eine Wohnung einzurichten, das ist teuer genug. Ja, ist ja richtig. Nimm doch was an, Chefin. Mach los, dass du zu deiner Kleinen kommst, los. Okay, tschüss. Schönes Auto. Schön. Hey, Uli, ist alles fertig? Ja, bitte geh hier rauf. Lass ihn noch was für die Gäste übrig. Langsam krieg ich selber Hunger. Bin ich der Erste? Logisch, Sie haben ja den kürzesten Weg. Na Mensch, also ich muss schon sagen, das ist richtig behaglich geworden hier. Na, Sie haben sich ja dafür auch mächtig ins Zeug gelegt. Danke. Ist doch selbstverständlich, nachdem Sie mich hier so großzügig aufgenommen haben. Ist doch selbstverständlich. Oh, wow. Na, ich bin entzückt. Ja, also ich wünsche Ihnen viel Glück in Ihrem neuen Heim. Und ich freue mich sehr, dass ich hier bei Ihnen so etwas wie Familienanschluss gefunden habe. Ich habe mir erlaubt, ich muss gestehen, dass dieses bescheidene Geschenk nicht ganz uneigennützig ist. Ich finde nämlich so das reine Beckenlicht immer etwas unbehaglich, wenn man abends beieinander sitzt. Voilà. Hier ist sie. Ich hoffe, ich habe ihren Geschmack getroffen. Ich finde es toll. Wie sagt man so schön, das wäre doch nicht nötig gewesen. Ach. Entschuldigung. Ah, Olga. Herein. Bin ich etwa die Erste? Die Letzten werden die Ersten sein. Na, die Deadline ist eigentlich schon überschritten. Wir bitten vielmals um Entschuldigung. Dafür haben wir auch alles komplett vorbereitet. Na ja. Hier ist der Kaufvertrag in doppelter Ausführung. Entschuldigen Sie, ob ich vielleicht noch mal Ihre Toilette benutzen dürfte? Den Weg kennen Sie ja inzwischen, ne? Es schlimmelt seiner Blase. Wahnsinnig interessant. Ich habe nicht viel Zeit. Oh, Sie wollen heute noch ausgehen? Ich habe noch was anderes zu tun, als alte Autos zu verkaufen. Also dieser Vertrag, der scheint ja in Ordnung zu sein. Sie brauchen nur noch zu unterschreiben.
Zuallererst müssen wir wohl das Finanzielle regeln, ne? Ja, selbstverständlich. Hier. Das sind 20, wenn Sie vielleicht nachzählen möchten. Moment mal. Ich dachte, Sie wollen mit Scheck bezahlen. Ja, eigentlich schon, aber wir dachten, weil heute Sonnabend ist und da erreichen Sie telefonisch niemanden mehr auf der Bank. Ein Scheck kann ungedeckt sein. Aber wir kommen am Montag gerne noch einmal wieder, wenn Sie auf einen Scheck bestehen. Sie glauben doch nicht, dass wir Ihnen Blüten andrehen. Sie sind wirklich eine Geschäftsfrau durch und durch. Ja, also das war's dann, meine Herren. Bitte schön. Allzeit gute Fahrt. Ja, Schlüssel stecken. Ich mach schon auf. Hallo. Oh, halt mal bitte, ja? Oh, das ist ja fantastisch. Mhm. Du wirst es kaum glauben, Olga. Das Geschäft hat geklappt. Toll. Guck dir das mal an. Aber ist Gräfin, das was? Das wäre doch nicht nötig gewesen. Das könnte Ihnen so passen, Doktor, was? Nein, nein. Diese Blumen tun es ja wohl auch, ne? Danke. Oh. Herzlichen Glückwunsch zum neuen Heim. Hast du wenigstens das Klofenster angekippt? Warum war ich wohl sonst auf der Toilette? Meinst du, ich habe Probleme mit der Blase? Eine Laune hast du. Ach, dass sie das Geld auch mitnehmen muss. Das ist eben eine Geschäftsfrau. Na, Hauptsache, die bringt die Kohle wieder mit. Und zwar das alles für die Katz. Zwei Flaschen Anglergeist kann ich aber nur zum Gaststättenpreis abgeben. Dann kriegst du bei mir deinen Kamillentee jetzt auch nur noch zum Gaststättenpreis, klar? Musst du vielleicht noch mal mit dem Bier fertig? Da wollt ihr nun mit Blumen oder ohne? Vor allen Dingen mit Alkohol. Ja. Doch, Schnieke, der Herr Bürgermeister. Siehst du, so muss man zur Wohnungseinweihung gehen. Nicht wie du mit deinem ewigen Wolldeckel. Ja, ich wollte bloß schon ein richtiges Fassbier trinken. Ne? Wir auch. Auch eine Flasche Anglergeist? Wieso Anglergeist? Den wollte sie zum Gaststättenpreis loswerden. Von wegen, ja. Und jetzt packst du alles noch schön in Geschenkpapier ein. Ja. Ach so! Glück und Segen für dieses Heim, Uli. Danke. Komm, hab ich doch gesagt. Du bist meiner genug. Und dann dachte ich mir, was Praktisches, Doktor. Oh, hey, danke schön. Was bleiben? Oh, danke. Das ist geistig. Ja. Ich bedanke mich. Also, Freunde und Patienten, nehmen bitte schon Platz. Ja. Und ein bisschen aus der Kasse, war aber nicht viel drin. Okay. War eben eine richtige Geschäftsfrau. War? Hast du was gemacht mit ihr? Das war überhaupt nicht nötig. Was soll denn das heißen? Weiß ich doch nicht. Ich war irgendwie irritiert. Hast du was gemacht mit ihr? Nein, sag ich doch! Das war das letzte Mal mit dir. Jetzt los. Oh, kein Benzin, Mann. Diese Scheiße. Ach, die haben uns ja gerade noch gefunden. Moin. Ist irgendwas passiert?
Der Tank ist leer. Ist das nicht Bejas Wagen? Kann ich mal Ihre Fahrzeugpapiere sehen? Aber bitte. Wir haben den Wagen von Bea Cornelsen gekauft. Hier ist der Koffer. Hier können Sie aber nicht stehen bleiben. Können Sie uns vielleicht mit Benzin aushelfen? Eigentlich sind wir nicht vom ADAC, ja? Wir nehmen Sie mit. Wie? Was heißt mitnehmen? Mitnehmen? Wohin? Wieso denn? Ja, zur Tankstelle. Da können Sie sich einen Kanister holen. Na klar. Die Polizei von Dickelsen. Dein Freund und Helfer. Vielen Dank. Danke. Hör auf, dich zuzuschütten. Ja. Kann ich nicht einmal machen, was ich will. Von mir aus kannst du machen, was du willst. Vielleicht hast du viele Sachen selber zuzuschreiben. Aber ich mische mich da nicht mehr ein. Dann lass es doch einfach. Uli, ich habe schon mehrmals bei Bea angerufen. Sie meldet sich nicht. Aber Olga, um diese Zeit. Ja, aber sie kann doch auch nicht schlafen. Sie ist ja erst vor einer halben Stunde gegangen. Kannst du mich nicht vorbeifahren? Du, entschuldige, ich habe gelaufen. Na, dann fahr ich. Das ist ja schön. Bea? Bea! Oh Gott! Bea? Bea, hören Sie mich? Ich bin's, Dr. Teschner. Schwere Apoplexie. Sie muss sofort auf die Intensivstation. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ganz ruhig bleiben. Bleib bei ihr. Ich rufe die Rettung. Jede Minute ist entscheidend. Bea. 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 Ah, da kommt Vanya. Vanya kommt, ja. Ich bin nicht da. Sag ihm, dass ich nicht da bin. Moment. Diesmal kneifst du nicht. Diesmal gehst du raus und sagst ihm selbst, dass du nicht da bist. Und wenn nicht, kannst du ein neues Zuhause suchen. Raus! Er meint es nicht so. Raus! Ja. Ja, bist du fertig? Wie lange soll ich noch warten? Ich komme nicht mit. Was soll das denn heißen? Ich komme nicht mit. Dass ich nicht mitkomme nach Hamburg. Heute nicht und später auch nicht. Soll das ein Witz sein? Ich bleibe hier. Bei Martin, ja? Er braucht mich jetzt mehr als du. Du musst es ja wissen. Ich weiß es auch. Wie geht es hier? Wie ich schon am Telefon sagte. Den Umständen entsprechend ist mir ein bisschen wenig. Olga, es wird wirklich alles Mögliche getan. Moin. Ich war die ganze Nacht bei ihr auf der Intensivstation. Akute Gefahr besteht nicht mehr. Wird sie gelähmt bleiben? Wird sie je wieder sprechen können? Das wollen wir doch hoffen. Bea hat einen starken Willen, das weißt du ganz genau. Aber ein starker Wille allein? Naja, sie wird viel Hilfe brauchen. Ich werde alles tun, was in meinen Kräften steht. Moin, Doktor. Moin, moin. Moin, moin. Ich habe mir schon gedacht, was Sie mich erwarten. Sagen Ihnen diese Fotos was? Der war's. Und der war dabei. Nach denen wird bundesweit gefahndet. Entschuldigung. Moment mal. Wo willst du denn mit der Lampe hin? Na, ich denke, die soll hier bleiben. Frauen sind unberechenbar. Wenn ich ein Mann wäre, dann wäre ich froh darüber. Und das sind sie, deine Zwillinge, hm? Ja, Christian und Christoph. Sag guten Tag. Hallo. Hallo. Und wer bist du? Floriane. Komischer Name. Ihr könnt auch Flo zu mir sagen.
Bist du hier auch Lehrerin? Nein. Wollen wir auch schon? Wenn ihr eure Mützen aufsetzt. Die sehen mir aber gar nicht ähnlich. Sind aber von mir. Und ihr fahrt nach Sonderburg? Komm doch mit. Warum eigentlich nicht? Noch eine Karte, bitte. Ja, schmeckt's euch denn? Können wir ein Eis, Martin? Bitte, Papa. Bitte, Papa. Später, auf der Rückfahrt. Wenn wir hier in die Schule müssen, können wir dann in deine Klasse? Mal sehen. Wie lange müssen wir denn hier in die Schule? Warum müssen wir denn hier in die Schule? Es geht nun mal nicht anders. Wie lange bleibt Mama denn noch in Spanien? Komm mal mit, Jungs. Kannst du zahlen? Ja. So, Sie waren also nicht bei Dr. Kaspersky zur Behandlung. Nanu, Sie sind ja heute so schweigsam, Herr Weber. Ich wollte mir nur die zweite Spritze abholen. Die zweite Impfung. Die Spritze ist das Gerät. Verscheißern kann ich mich allein. Auf gut Deutsch gesagt. Passt mal auf, ich muss euch was sagen. Mama kommt nicht wieder. Mama und Werner hatten einen Unfall mit dem Auto. Sie sind tot. Galle, Magen, Dickdarm, Gelenke, Knie, Prostata. Gibt's noch was? Dickdarm, Zwölffingerdarm, Kopf. Ja, ich schlage vor, wir fangen mit dem EKG an, ja? Ich schlage vor, wir warten noch ein bisschen damit. Wissen Sie, es ist besser, wir machen das, wenn Ihre Frühjahrsmüdigkeit abgeklungen ist. Lassen Sie sich bei Schwester Jutta einen Termin geben. EKG, Röntgen, Ultraschall. Wie Sie meinen. Ist noch was, Herr Fletsch? Das ist wegen diesem Herrn Weber. Ach, was ist denn mit Herrn Weber? Ja, also, das wird nochmal ein schlimmes Ende mit ihm nehmen. Wie Sie wissen, war ich selbst einmal in einer geschlossenen Anstalt. Sie sollten ein Auge auf ihn werfen. Ich achte drauf. Aber es ist schon sehr viel besser geworden. Weil ich ihm die Leviten gelesen habe, nicht? Der mit dieser Sprachmacke bei jedem Satz. Immer dasselbe. Das Gleiche. Es muss das Gleiche heißen. Ist ja ansteckend. Soll ich nicht lieber zu Dr. Teschner gehen? Nein, ich mach das schon. Fahr du mal los und hol noch ein paar Klamotten für sie. Hm? Aber ich kann das nicht von dir verlangen. Nein, kannst du nicht. Bis später. Los, komm, Kinder! Tief einatmen. Luft anhalten. Ausatmen. Tief einatmen. Hey, du hast Pause. Brauchst nicht. Luft anhalten. Ausatmen. Also, es ist nichts. Ihr könnt euch wieder anziehen. Wir dachten ja nur, weil es auf dem Schiff so zugig war. Ein kleiner Schnupfen, weiter nichts. Gib ihm ein paar Tabletten mit. Ihr isst da gerne Bonbons? Ja. Also, hier. Und viel an die frische Luft. Ja, davon haben wir ja hier genug. Danke, Doktor. Das mit der Versicherungskarte regelt Martin selbst. Ja.
Ist noch was? Es ist wirklich weiter nichts. Ich muss mit Ihnen sprechen. Wegen wann her? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß wirklich nicht, ob wir zusammenpassen. Das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Das müssen Sie schon selber wissen. Wiedersehen. Hier. Ach, da kommt ja die Hauptvertretung. Ist noch was? Na, wieso? Ob Sie sonst noch was wollen, außer Camille? Mein Gott, geh ja schon. Wiedersehen. Wiedersehen. Bringst mich in eine Lage. Hast du wenigstens deine Koffer gepackt? Ich war mit Martins Kindern beim Arzt. Kannst du mir mal sagen, was sich Martins Kinder angehen? Ich komme vielleicht erst später nach Hamburg nach. Was? Ja, du hast richtig verstanden. Na, ich fahre jedenfalls morgen früh. Und ich hole dich morgen früh ab. So, jetzt packe ich meine Sachen. Ich. Donnerwetter. Sag mal, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Übertrieben? Ist ja wie für eine mittlere Bauernhochzeit. Übrigens, Kaspersky könnte ein paar Hausbesuche mehr machen. Warum sagst du mir das? Sag das doch ihm. Das werde ich auch. Vor allem werde ich ihm sagen, dass er endlich seinen dämlichen Wohnwagen hier wegstellen soll. Bis zum Sommer. Meinetwegen soll er die Karre auf den Campingplatz stellen. Stört dich das so sehr? Ja, es stört mich. Es stört mich sehr. Das Erste, was ich morgen sehe, wenn ich die Vorhänge aufmache, sei ein Wohnwagen. Wirklich sehr lecker. Ich wusste gar nicht, dass du auch in der Küche so gut bist. Wo bin ich denn noch gut? In der Praxis. Ah! Hab ich's nicht gesagt? Traut es heim. Glück zu dreien. Sie hat nicht mehr eine Hühner auf der Veranda. Willst du dir nicht was anderes anziehen? Warum soll ich mir was anderes anziehen? So großartig ist das nun auch wieder nicht, was in der Zeitung steht. Wollen wir nun zu Uli oder nicht? Ich bin nicht regulär eingeladen. Du wirst immer wunderlicher, je älter du wirst. Ich? Tantchen! Was ist denn los? Du hast dein Hörgerät vergessen. Was hab ich? Dein Hörgerät. Das brauche ich nicht. Was ich hören will, das höre ich auch so. Soll ich dich hinbringen? Wohin denn? Na, ich denke, du willst zum Arzt. Ich bringe dich mit dem Motorrad hin. Mit dem Motorrad? Ja. Ich will doch nicht als Unfallopfer zum Arzt. Selma? Wen möchten Sie denn sprechen? Ja, am Apparat. Ja, das bin ich. Ja, der Ex-Mann von Gabi. Wer sind denn Sie, wenn ich fragen darf? Ah, Freunde von Gabi. Und was... Was sagen Sie da? Zum Arzt, Herr Weber. Hm? Was fehlt Ihnen denn? Geld. Wem fehlt das nicht? Sie wollten vermutlich sagen, an welcher Krankheit ich leide. Hm? Und? Warum sagen Sie es denn nicht? Warum sagen Sie, was fehlt Ihnen? Sie immer mit Ihren Spitzfindigkeiten, Herr Weber. Das ist Sprachschluderei.
Die allgemeine Verwahrlosung des Menschengeschlechts beginnt mit der Verwahrlosung der Sprache. Was denn diese olle Lampe auch? Ich weiß gar nicht, was du hast. Die Lampe ist da doch gut. Wir müssen doch nicht das ganze alte Zeug mitschleppen. Oder willst du vorher bei einer Müllhalde vorbeifahren? Ich finde die Lampe völlig in Ordnung. Oder? Was sagst du, Junior? Ja, die ist wirklich wunderschön. Dann nimm doch du sie. Ja, nehmen Sie mit nach Hamburg. Was fehlt dir noch? Wann fängst du da eigentlich an? Ab kommenden Montag kannst du mich Referendar nennen. Gott sei Dank wird ja endlich Zeit. Anstatt sich zu freuen. Ich freue mich ja. Jedenfalls, die Lampe kommt nicht auf den Müll. Uli! Komm. Uli! Die mischt deinen alten Mann schon auf, ne? Wird auch langsam Zeit. Vor allem wird es Zeit, dass wir hier die Biege machen. Wollen Sie mir schon Ihre alten Lampen andrehen? Willst du den nicht haben? Sollen Sie mit nach Stuttgart nehmen? Was fährst du eigentlich? Auf Montag. Oh, was hat denn der alles drin? Komisch, langsam löst sich hier alles auf. Sag mal, nimmst du Florian eigentlich auch mit nach Hamburg? Na klar. Glaubst du, ich lasse dich allein bei diesem Martin? So. Wenn du so sehr an der Lampe hängst, dann nehmen wir sie mit. Lass mal gut sein, ich habe mir das überlegt. Ich kann sie hier vielleicht doch noch gut gebrauchen. Was, hier gebrauchen? Ja, ich mag doch kein Deckenlicht. Und die macht so ein schönes Licht. Schau mal, gerade beim Lesen. Soll das heißen, du willst das Zimmer behalten? In reduzierter Form. Ich habe das mit Olga besprochen. Du hältst ja also ein Hintertürchen offen. Ach, ist doch nur wegen Olga. Wir können doch nicht alle hier zur gleichen Zeit die Mücke machen. Außerdem, wenn wir uns mal streiten. Ich will mich aber nicht streiten. Naja, oder auf den Docht gehen. Glaube ich nicht. Komm. Also das fehlt noch, dass du für deine Schwester die Kartoffeln pelst, du. Aber hinag. Loriane, komm in die Puschen, Mittagessen. Was gibt's denn? Kartoffeln und Quark. Und was gibt's dazu? Zu den Kartoffeln gibt's Quark und zum Quark gibt's Kartoffeln. Wenn dir das nicht reicht, hier ist noch Leinöl. Leinöl stinkt. Ist aber sehr gesund. Also pass mal auf, liebe Schwägerin, wenn das hier nicht passt, das ja? Das hat sowieso bald alles ein Ende. Was soll das heißen? Dreimal dürft ihr raten. Das ist Martin. Na und, freu dich doch. Ah, ist Martin wieder an der Reihe? Ich bin nicht da. Sag ihm, ich bin nicht da, bitte. Gehst du? Ich? Wieso ich? Ist das meine Schwester oder was? Also ich kann sowas nicht. Oh Mann, diese Weiber. Moin, Herr Nächster. Moin, moin, Marvin. Ich wollte zu Floriane. Das tut mir nur leid, die... Ich war auch schon im Laden, da ist sie auch nicht. Mensch, Martin, Sie sind ja ganz von der Rolle. Ist was passiert, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ich müsste mit ihr reden. Ja, ich kann ihr ja was ausrichten. Nein, nein, das muss ich schon selber. Danke. Auch gut. Danke, Hinak. Bitte, darf ich für. Lügen ist ja mein Hobby. Das war deine Notlüge. Notlüge. Das war nicht meine Not. Was soll ich denn machen? Was du machen sollst? Das nächste Mal sag ihm selber, dass du nicht da bist. Wenn ich ihm gegenüberstehe, werde ich doch sowieso bloß wieder schwach. Ich kann doch nichts dafür. Wie lange soll es denn noch gehen mit diesem ewigen Hin und Her, hm? Gestern Martin, heute Vanya, morgen wieder Martin. Irgendwann musst du eine Entscheidung treffen, Floriane. Wenn ich dir einen guten Rat geben darf, dann... Du brauchst mir keinen guten Rat zu geben. Ich habe mich bereits entschieden. Ach. Ach. Ich gehe nach Hamburg. Was, du bist hier weg? Ich gehe mit Vanya nach Hamburg. Ja, aber das kannst du doch nicht machen. Das ist mal wieder so eine fixe Idee von ihr, wie immer. Vanya liebt mich und ich liebe Vanya. Ja, dann musst du doch Martin erst recht rein Wein einschenken, Mensch. Ich krieg das einfach nicht fertig. Also, er tut mir richtig leid, der arme Kerl. Vanya, mir auch. Ich meine nicht Vanya, ich meine Martin. Also, wenn du mich fragst, Floriane, dann... Ich frag dich aber nicht. Ich gehe in den Laden. Seltsam. Das ist so ein großer Unterschied zwischen euch beiden, obwohl ihr Schwestern seid. Halbschwestern. Aha. Ist das bei Ihnen auch die Frühjahrsmüdigkeit?
Bei mir ist es jedenfalls die Frühjahrsmüdigkeit. Ist jedes Jahr dasselbe. Das Gleiche, Herr Fletch, das Gleiche. Ah, da kommen ja noch zwei Helfer. Dr. Teschner hat erst heute Nachmittag Sprechstunde. So? Sprechstunden? Ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber es muss Sprechstunden heißen. Denn Dr. Teschner hat doch gewiss nicht nur eine Sprechstunde, sondern mehrere. Also, Sprechstunden. Hm? Dann müssen Sie sich schon in die andere Praxis begeben. Dr. Kaspersky hat jetzt Sprechstunden. Wir wollen aber zu Ihnen. Ich sag Ihnen doch, Herr Fletch, ab 13 Uhr. Der junge Doktor nimmt sich ja nie Zeit für unser einen. Was fehlt Ihnen denn, Herr Fletch? Hast du es gehört, Herr Mieber? Was fehlt Ihnen denn? Das ist korrekter deutscher Sprachgebrauch. Was? So lange kann ich nicht warten. Ich auch nicht. Falls du Uwe Kuss dort nicht treffen willst, glaube nicht, dass die hingehen. Ist schließlich ihr letzter Abend. Ich komme später nach. Henna, sag mal, was fummelst du da an dem Auto rum? Ich hab nur ein bisschen Benzin für den Rasenmäher. Also jetzt mach den Tank bitte nicht ganz leer, ja? Zur nächsten Tankstelle kommen die immer. Also wenn Sie mich fragen, Chefin, ich finde es trotzdem schade, dass Sie den Schlitten verkauft haben. Ja, frag dich aber nicht mehr. Würde ich sofort nehmen, wenn ich das nötige Kleingeld hätte. Oh, halt dein Geld bitte zusammen. Ja, eine Wohnung einzurichten, das ist teuer genug. Ja, ist ja richtig. Nimm doch was an, Chefin. Mach los, dass du deiner Kleinen kommst, los. Okay, tschüss. Schönes Auto. Schön. Hey, Uli, ist alles fertig? Ja, ja, bitte, gnädige Frau. Lassen Sie noch was für die Gäste übrig. Langsam kriege ich selber Hunger. Bin ich der Erste? Logisch, Sie haben ja den kürzesten Weg. Na Mensch, also ich muss schon sagen, es ist richtig behaglich geworden hier. Sie haben sich ja dafür auch mächtig ins Zeug gelegt. Danke. Ist doch selbstverständlich, nachdem Sie mich hier so großzügig aufgenommen haben. Ist doch selbstverständlich. Oh, wow. Na, ich bin entzückt. Ja, also ich wünsche Ihnen viel Glück in Ihrem neuen Heim. Und ich freue mich sehr, dass ich hier bei Ihnen so etwas wie Familienanschluss gefunden habe. Ich habe mir erlaubt, ich muss gestehen, dass dieses bescheidene Geschenk nicht ganz uneigennützig ist. Ich finde nämlich so das reine Beckenlicht immer etwas unbehaglich, wenn man abends beieinander sitzt. Voilà. Hier ist sie. Ich hoffe, ich habe ihren Geschmack getroffen. Ich finde es toll. Wie sagt man so schön? Das wäre doch nicht nötig gewesen. Ach. Entschuldigung. Ah, Olga. Herein. Bin ich etwa die Erste? Die Letzten werden die Ersten sein. Na, die Deadline ist eigentlich schon überschritten. Wir bitten vielmals um Entschuldigung. Dafür haben wir auch alles komplett vorbereitet. Naja. Hier ist der Kaufvertrag in doppelter Ausführung. Entschuldigen Sie, ob ich vielleicht noch mal Ihre Toilette benutzen dürfte? Den bekennen Sie ja inzwischen, ne? Es schlimmelt zu einer Blase. Wahnsinnig interessant. Ich habe nicht viel Zeit. Oh, Sie wollen heute noch ausgehen? Ich habe noch was anderes zu tun, als alte Autos zu verkaufen. Also dieser Vertrag, der scheint ja in Ordnung zu sein. Sie brauchen nur noch zu unterschreiben. Zuallererst müssten wir wohl das Finanzielle regeln, ne? Ja, selbstverständlich. Hier. Das sind 20, wenn Sie vielleicht nachzählen möchten. Moment mal. Ich dachte, Sie wollen mit Scheck bezahlen. Ja, eigentlich schon, aber wir dachten, weil heute Sonnabend ist und da erreichen Sie telefonisch niemanden mehr auf der Bank. Ein Scheck kann ungedeckt sein. Aber wir kommen am Montag gerne noch einmal wieder, wenn Sie auf einen Scheck bestehen. Sie glauben doch nicht, dass wir Ihnen Blüten andrehen. Sie sind wirklich eine Geschäftsfrau durch und durch. Ja. Also das
Erst dann, meine Herren. Bitte schön. Allzeit gute Fragen. Ja, Schlüssel stecken. Ich mach schon auf. Hallo. Oh, halt mal bitte, ja? Oh, das ist ja fantastisch. Mhm. Du wirst es kaum glauben, Olga. Das Geschäft hat geklappt. Toll. Guck dir das mal an. Aber ist Gräfin, das was? Das wäre doch nicht nötig gewesen. Das könnte Ihnen so passen, Doktor, was? Nein, nein. Diese Blumen tun es ja wohl auch, ne? Danke. Oh, herzlichen Glückwunsch zum neuen Heim. Hast du wenigstens das Klofenster angekippt? Warum war ich wohl sonst auf der Toilette? Meinst du, ich habe Probleme mit der Blase? Eine Laune hast du. Ach, dass sie das Geld auch mitnehmen muss. Das ist eben eine Geschäftsfrau. Na, Hauptsache, die bringt die Kohle wieder mit. Und zwar das alles für die Katz. Zwei Flaschen Anglergeist kann ich aber nur zum Gaststättenpreis abgeben. Dann kriegst du bei mir deinen Kamillentee jetzt auch nur noch zum Gaststättenpreis, klar? Bist du vielleicht noch mal mit dem Bier fertig? Da wollt ihr nun mit Blumen oder ohne? Vor allen Dingen mit Alkohol. Da. Doch, einfach Schnieke, der Herr Bürgermeister. Siehst du, so muss man zur Wohnungseinweihung gehen. Nicht wie du mit deinem ewigen Wolldeckel. Ja, ich wollte bloß schon ein richtiges Fassbier trinken. Ne? Wir auch. Auch eine Flasche Anglergeist? Wieso Anglergeist? Den wollte sie zum Gaststättenpreis loswerden. Von wegen, ja. Und jetzt packst du alles noch schön in Geschenkpapier, Alter. Ach so! Wer war das? Glück und Segen für diesen Heimpulli. Danke. Doch, hab ich doch gesagt. Du bist meiner genug. Und dann dachte ich mir, was Praktisches, Doktor. Oh, hey, danke schön. Was bleiben? Oh, danke. Das ist geistig. Ja. Ich bedanke mich. Also, Freunde und Patienten, nehmen bitte schon Platz. Ja, ja. Ist da jemand? Alles klar. 20.000 und ein bisschen aus der Kasse, war aber nicht viel drin. Okay. War eben eine richtige Geschäftsfrau. War? Hast du was gemacht mit ihr? Das war überhaupt nicht nötig. Was soll denn das heißen? Weiß ich doch nicht. Ich war irgendwie irritiert. Hast du was gemacht mit ihr? Nein, sag ich doch! Mensch, du, das war das letzte Mal mit dir. Jetzt los. Benzin, Mann! Diese scheiße Scheiße! Ich bin zum Röntgen bestellt. Ich bin auch zum Röntgen bestellt. Und Sie, Frau Selmann, sind Sie auch zum Röntgen bestellt? Nein, ich bin nicht zum Röntgen bestellt. Moin, meine Damen. Ich bin zum Röntgen bestellt. Ich bin auch zum Röntgen bestellt. Ja, gedulden Sie sich noch einen Augenblick, bitte. Ich bin nicht zum Röntgen bestellt. Ja, schön, Frau Selmann. Dauert trotzdem noch einen Moment. Ach, die Herren Fletch und Weber. Guten Tag. Bevor ich mich niedersitze, eine Frage vorweg. Schon wieder doppelt gemoppelt. Wie viel Zeit gedenken Sie diesmal für mich aufzuwenden? So viel Zeit, wie für Sie und Ihre Krankheiten notwendig sind. Und Sie wollen sich vermutlich Ihre zweite Hepatitis-Spritze holen, ja? Nicht Spritze, Impfung. Spritze ist nur das Instrument. Wollen Sie mit mir wieder ein linguistisches Oberseminar abhalten? Das müssen wir uns nun wirklich nicht bieten lassen. Hm? Kommen Sie. Hier. Soll ich schon alles fürs Röntgen vorbereiten? Nein, Sie bleiben mal schön am Tresen.
bitte Sie, ob Spritze oder Impfung ist doch einerlei. Sie können ruhig wieder in die Praxis zurückkehren. Ich entschuldige mich auch. Na, Herr Kollege, sieht so aus, als ob Sie mit den Beinen nicht fertig geworden wären. Was? Sie sind mit mir nicht fertig geworden. Ich brauche Sie aber noch zum Röntgen. Ich ziehe mich sofort um. Also nichts gegen Schwester Bettina, aber zum Röntgen... Ja, ich weiß. Sie sind etwas unterbesetzt. Ja, etwas ist gut. Also falls Sie noch eine Schwester einzustellen gedenken, dann möchte ich jetzt schon anmelden, dass ich gerne Jutta bei mir haben würde. Das könnte jetzt so passen, Herr Kollege. Ja. Also das Herz ist es nicht, Frau Sellmann. Nein, das Herz ist es nicht, Herr Doktor. Ja, und der Magen ist es auch nicht. Der Magen ist es auch nicht, Herr Doktor. Ja, was ist es aber dann? Sie wissen schon, Herr Doktor. Nein, wie soll ich das wissen, wenn ich Sie nicht untersuchen kann? Eine Untersuchung Ihrerseits tut bei mir nicht nötig. Ach so, ich soll Sie zum Frauenarzt überweisen. Na, das fehlte noch. Es ist das Zimmer. Also, jetzt verstehe ich nun wirklich überhaupt nichts mehr. Um welches Zimmer soll es denn gehen? Also, das Zimmer wird doch nun leer, weil Schwester Jutta auszieht. Denn sie wird, wie Sie wissen, mit Herrn Dr. Teschner einen eigenen Hausstand gründen. Und nun hätte ich gern wieder eine vertrauenswürdige Persönlichkeit im Haus. Ach so, das wäre dann ich, diese vertrauenswürdige Persönlichkeit. Ich bin dann soweit. Schwester Jutta, nun sagen Sie doch auch mal was. Der Herr Doktor kann doch nicht dauernd im Wohnwagen kampieren. Er ist doch nicht vom Zirkus. Sondern eine Respektsperson. Na, allerdings. Na, das werde ich mir dann mal überlegen, Frau Sellmann. Und bis dahin, wenn Sie irgendwelche Beschwerden haben, stehen Ihnen stets zu Diensten. Wiedersehen, Frau Sellmann. Wiedersehen, danke. Ja, du bist ja da. Hast du keinen Unterricht? Oder bist du krank? Gabi ist tot. Gabi? Und ihr Mann? Nein. Dem Auto, Urlaub in Spanien. Nein. Und die Kinder? Die Kinder waren nicht dabei. Sind bei ihren Freunden. Haben mich heute Morgen angerufen. Sie bringen die beiden her. Wenigstens ist den Kindern nichts passiert. Na, seid ihr fertig? Jo. Und wann steigt die Einzugsfeier? Einzugsfeier? Ja, da kommst du nicht drum herum, mein Lieber. Was denn? Ihr macht eine Einzugsfeier? Ja, ihr seid alle herzlichst eingeladen. Ja, dann machen wir hin. Nächste Woche sind wir nämlich weg. Schlüssel. Wir fahren dir das Zeug rasch rüber. Das ist das Letzte, was ich für dich tun kann. Kümmer du dich lieber um deine Patienten. Danke. Aber nur ausräumen. Einräumen. Das tue ich mit dir da allein. Ja. Uwe, aufsetzen. Jo! Uli gibt ein großes Einzugsfest. So? Ja, das auch eben erst erfahren. Na ja, wenn er schon nicht heiratet und uns somit die Hochzeitsfeier entgeht, so kann er zumindest der Einzug gebührend gefeiert werden. Mir ist nicht nach Feiern zumute. Olga, nun freu dich doch. Worüber bitte soll ich mich freuen? Ja, dass ihr endlich Ruhe einzieht. Dass wir hier endlich unser Lebensabend in Frieden genießen können. Uli zieht hier aus. Und Vanja zieht aus. Und Uwe. Also ich kann gar nicht daran denken. Na, dann denk nicht dran. Hast du da nicht genug mit mir? Manchmal habe ich sogar genug von dir. Bitte, der Herr. Wieso isst du denn nicht mit? Mir ist der Appetit vergangen. Ach, gut, dass du kommst, Uli. Vielleicht kannst du noch mal mit ihm sprechen. Lass ich gerne. Worüber? Ich vertreibe hier alle Leute. Ich bin der Haustyrann. Ich treibe dich aus dem Haus. Ich vertreibe Vanja. Und vor allem, ich treibe Uwe Kuss aus dem Haus. Das ist doch Blödsinn. Uwe geht nach Stuttgart, weil er dort einen Job gefunden hat. Oh nein. Uwe geht weg, weil ich ihn bei mir im Amt nicht wieder einstelle. Obwohl die Stelle nach wie vor unbesetzt ist, meint zumindest Olga. Sie begreift nicht, dass sich keiner wieder einstelle, der sein Amt so missbraucht hat. Ich stelle überhaupt niemanden ein. Die Stelle wird unbesetzt. Der Tourismus in Degelsen läuft auch ohne Tourismusreferenten.
Aber wir müssen ohnehin sparen, so das ist mein letztes Wort, da könnt ihr euch alle auf den Kopf stellen. Hm. Das ist schon gut. Ich habe da gar nichts gesagt. Gehen wir? Ich komme. Tschüss. Entschuldigung. Ah, mir ist auch der Appetit vergangen. Es wird wirklich Zeit, dass hier endlich Ruhe eintritt. Hallo, ihr beiden. Ja, das wird aber auch Zeit, dass ihr mich mal wieder besuchen kommt. Müssen wir hier auch in die Schule? Seid ihr groß geworden? Fahren wir wieder mit dem Schiff, Papa? Papa? Das ist Marti, du Doofi. Papa ist mit Mama in Spanien. Aber Marti ist unser richtiger Papa, du Blödmann. Werner ist bloß unser Erzieher. Fahren wir mit dem Schiff, Papa? Ich will lieber angeln. So, jetzt kommt erst mal rein. Gibt's gleich was zu essen. Tante Selmann ist bloß noch einkaufen. Hilbert. Angenehm. Wir sind Freunde von Gabi und Werner. Aber das habe ich ja schon am Telefon gesagt. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie die zwei gebracht haben. Aber das ist doch selbstverständlich. Möchten Sie nicht reinkommen? Nein, nein, ich muss gleich wieder zurück. Und Sie haben den Jungs noch nichts gesagt? Wir haben es nicht fertiggebracht, meine Frau und ich. Sie werden das sicher verstehen. Lass uns das diesen Sonntag machen. Sonst ist Uwe nicht mehr da und Vanya ist auch weg. Tja, und was soll ich kochen? Ach, wir kochen nicht. Wir machen einen kleinen Umtrunk. Hallo. Ah, Sie sind natürlich auch herzlichst eingeladen, Herr Kollege. Wozu bitte? Ja, zur Einweihung. Ich komme mit dem größten Vergnügen. Aber ich wollte Sie erst mal fragen, ob ich meinen Wohnwagen noch eine Weile stehen lassen kann. Ich wollte ja schon umziehen. Ich hatte auch schon alles klar gemacht mit Frau Selmann. Aber jetzt braucht sie das Zimmer selber für die Kinder ihres Neffen und... Deswegen wollte ich Sie halt fragen, ob ich meinen Wohnwagen noch ein bisschen hier stehen lassen kann. Zumindest bis zum Sommer. Aber selbstverständlich. Na schön. Vorausgesetzt, ich falle Ihnen nicht zur Last. Ich falle Ihnen doch nicht zur Last, oder? Überhaupt nicht. Also dann, Herr Sarant. Ach, kann ich Ihnen noch was helfen? Ich hoffe, Sie haben an Ihrem Wohnwagen zu tun. Habe ich jetzt was falsch gemacht? Ach was. Ist Martin nicht da? Was wollen Sie denn von ihm? Ich wollte mit ihm sprechen. Halten Sie sich da lieber raus, Fräulein. Floriane. Ich habe ihr schon gesagt, sie soll dich aus deinen Angelegenheiten raushalten. Ach, wenn du noch mal nach den Kindern sehen könntest, Tante. Schlafen die immer noch nicht? Ja, die sind so überdreht. Schau doch noch mal nach. Bitte. Bitte. Es tut mir ja so leid, Martin. Ja, es ist ein ziemlicher Schock. Ich hab das alles nicht gewusst. Du hast dich auch ganz schön rar gemacht in letzter Zeit. Ich gehe nach Hamburg. Mit Vanya? Ich wollte dir das schon lange sagen. Aber wenn du mich brauchst, ich meine, wenn du nicht klarkommst... Ich werde schon klarkommen. Danke, Floriane. Ich meine, wenn du Hilfe brauchst... Ich wollte das nur sagen. Ja, Olga, also dich hätte ich am wenigsten erwartet. Ja, wen hast du denn erwartet? Weiß man's. Sag mal, willst du ausfahren? Nein, ausfahren nicht. Kommst du mit zum Friedhof? Wieso, was denn los? Olga, ich kenne dich. Immer wenn du deprimiert bist, dann gehst du auf den Friedhof. Na, ich will die Frühjahrsbepflanzung machen. Ah, guten Tag. Ach, da sind Sie. Entschuldigen Sie. Der Wagen, der steht drüben in der Halle. Danke. Kannst du die Pflanzen selber zusammenstellen? Ja, ja, natürlich. Dankeschön, Olga. Ich komme. Ja, guten Morgen, Herr. Ah, wir kommen auf Ihr Inserat hin. Ja.
Wir haben heute Morgen miteinander telefoniert. Stahmann? Aha. Steiner. Aha. Angenehm. Ja. Das ist er also. Ja, das ist er. Na? Bitte der. Danke. Darf man fragen, warum Sie den verkaufen? Ja, wissen Sie, das war das Spielzeug von meinem verstorbenen Mann. Und für mich ist er ja wohl ein bisschen zu groß, ne? Ach, Sie leben allein hier draußen? Ja, allein, ja. Darf ich mal einen Blick in die Eingeweide werfen? Ja, selbstverständlich. An welchen Preis hatten Sie denn gedacht? So ein Liebhaberstück. Wir sind Liebhaber. Wir würden natürlich zunächst gern eine Probefahrt machen. Ja, aber selbstverständlich. Warten Sie einen Augenblick. Ich würde gerne mal das Verdeck öffnen. Bitte schön, lassen Sie mal. So, was sind denn das für Typen? Autoliebhaber, ist das alles? Also los. Wir kommen! Schön die Herren. Wenn ich bekannt machen darf, das sind die Herren Stamer und Steinmann. Und das ist meine Freundin Olga Matthiesen. Stamann, Steiner. Na ja, oder so, ist doch vollkommen egal. So, jetzt können wir das nützliche mit dem Praktischen verbinden. Ja, und zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Also, ja, und du gehst unten. Ja, unten. So. Betreiben Sie denn diese große Gärtnerei ganz allein? Nein, nein, nein. Ich habe noch zwei junge Leute. Ja, wo sind eigentlich Monika und Hella? Ich freigegeben. Also? Wir sind auf Wohnungssuche. So, es ist fertig, bitte einzusteigen. So, ich habe ein paar. Olga, für uns wird es vielleicht die Abschiedsfahrt. Man weiß das. Kriegt sie auf? Ja. Achtung. Fertig. Also Power hat er ja! Das sag ich ja! Toller Schlitten! Das sag ich ja! Sowas finden Sie heutzutage überhaupt nicht wieder. Wenn Sie den Friedhof sehen, dann biegen Sie rechts ab, ja? Mhm. So. Ist sonst noch irgendwas abzuladen? Nein, nein, danke. Ja, dann gehen wir mal. Dankeschön, ja. So testet man seine Pappenheime. Und wenn die wirklich Kaufinteresse haben? Warum verkaufst du den Wagen eigentlich? Was willst du denn mit dem vielen Geld? Ja, das ist für Henna und für Monika. Als Starthilfe für ihr gemeinsames Leben. Ich gebe gerne mit warmen Händen, Olga, wenn wir erst hier liegen. Und die raffgierigen Erben kommen angeschlichen. Solltest du dir auch überlegen. So lange machen wir es alle nicht mehr. Und wenn ich an meinen Blutdruck denke, na ja. Ja, Sie müssen den Wagen nicht nehmen. Sie sind nicht die einzigen Interessenten. Der Preis erscheint uns doch etwas hoch. Mm-mm. Unter 20.000 geht er nicht weg. Willst du noch ein bisschen Kaffee? Für mich nicht. Ich müsste sowieso erst mal woanders hin. Ah ja. Geradeaus und dann gleich rechts, ja? Danke. Er hat eine etwas schwache Blase. Es interessiert mich an sich wenige. Wir nehmen ihn. Das ist doch ein Wort. Nehmen Sie gleich mit. So viel Geld haben wir im Moment nicht dabei. Ja, wollen Sie nicht mit Scheck bezahlen? Wir wollten eigentlich bar bezahlen. Sie müssen verstehen, dass man nicht gerne so viel Bargeld im Haus haben möchte. Ja, selbstverständlich, ganz wie Sie wollen. Aber dann müsste ich vorher noch etwas klären. Bis wann könnten Sie das klären? Diese Woche noch. Kann ich mich darauf verlassen? Ja, selbstverständlich. Also gut. Ich reserviere Ihnen den Wagen bis Sonnabend. Sonnabend ist der letzte Termin.
Die Deadline sozusagen. Die Deadline, wie man auf Neudeutsch sagt. Ja? So, nun kommt.